Pokémon-Freunde. Lang, lang, lang ist es her, dass es bei mir mal wieder ein Video gab. Aber wir steigen direkt mal ein in das Blister Battle der Pokémetropole. Link dazu ist auch unten in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal raufkommen auf unseren Discord. Ist ein sehr nicer Discord. Kann man sich viel über das TCG zum Beispiel unterhalten. Oder auch um andere Themen. Wie Pokémon Go haben wir auch. Oder aktuelle Legenden Arceus. Habt ihr schon Shinies gefarmt? Soll ja relativ einfach sein in diesem Spiel. Ich kam leider noch nicht dazu. Ich habe es mal probiert bei einem Evoli, aber wir wollen, glaube ich, nicht drüber reden. Zum einen haben wir hier jetzt schon mal diese wunderschöne Promo. Also ich finde dieses Artwork ja bezaubernd. Sogar mit einem Holo-Kringel. Wunderschön. Leider ist sie ein bisschen gebogen. Aber der Ordner richtet das wieder. Hier ist noch die andere aus dem anderen Blister dazu, aber die seht ihr heute bestimmt noch. So, dann haben wir hier noch eine riesen Turtok-Coin. Ich hätte ja gehofft, dass wir die kleinen Coins beibehalten in den Blistern. Scheinbar nicht so. Müll weg. Und dann haben wir hier vier wunderschöne Booster. Mit diesem hässlichen Glurak. Es bekommt schon wieder ein paar Karten. Viel zu viele Karten. Arceus und Shaymin. Ich liebe Shaymin. Ich finde, Shaymin ist ein super Pokémon. Noch zu den Punkten. Ein Punkt kriegt eine Holo und eine Reverse Rare. Zwei Punkte eine V und eine Tig, also diese Trainers Gallery. Die normalen Karten davon. Drei Punkte die V-Max, V-Star und eine Trainer Gallery V-Karte. Vier Punkte für eine Full Art oder eine Trainer Gallery V-Max-Karte. Fünf Punkte eine Secret Rare oder eine Trainer Gallery Trainer Full Art Karte. Ich habe immer keinen Plan, wie ich den Kartentrick machen soll, wenn ich so eine Karte drin habe. Ich glaube, es sind einfach die drei Karten nach vorne und die Karte hier weg, weil da steht ja nur V-Star drauf. Sechs Punkte gibt noch ein alternatives Artwork, was wir heute hoffentlich noch ziehen werden, und eine TG Gold Karte als andere Option. Also wir haben hier einen Wahlgürtel, Staravia, finde ich ein wunderschönes Artwork. Ich hoffe, wir bekommen eine Character Rare, hier so mit Professor Eibe und seinem Staravia. Könnte ja so eine Andeutung sein. Boyalin, Sterndu, Burmi, Karadonis, Kikugi, auch ein süßes Artwork. Das ist eine Kleine, die da so schläft. Riolu, ein Knackleon in Reverse und ein Kubuin in der nicht ganz so hübschen Form. Denn da ist der Planet schon zerstört. Kommen wir zum Arceus Booster. Mal schauen, ob uns dieser Blister hier etwas gönnen wird. Bei Hits gibt es die Codes. Oh, schon wieder so. Ich hatte ja den anderen Blister schon geöffnet. Da war keine einzige von diesen ominösen V-Star-Karten drin. Aber wir machen hier mal weiter. Wir haben ein Starmie, ein Tafelwasser, ein Simbolara, ein Sterndu, ein Laukaps, ein Pipi, ein Kikugi, ein Karadonis. 6 Punkte. Fokussierter Angriff. Volaoso V-Max. Und dahinter ein Luxtal. Sehr nice. Hatte ich jetzt nicht erwartet. 6 Punkte. Damit können wir leben. Guter Einstieg hier in dieses Blister Battle. Boy, nach mir kommen ja nur noch zwei. Also. Der Einstieg war ja schon vor mir. Ich wollte euch hier die Codes geben. Hauen wir mal den hier raus. Für 6 Punkte haben wir auch noch die anderen hier raus. Den hier noch. Wo ist der Code abgedruckt? Und hier für die, die hier nicht Code geiern, sondern mal kurz schnell abtippen wollen. Das Ganze mal so hier. Den kann ich auch noch länger hier irgendwo hinlegen. Mit so durchgerissenem QR-Code. Mal gucken. Ich glaube, der Blister ist durch mit deiner Goldkarte. Slimer, Pipi, Bidiza.
Das ist auch so eine Karte, wo ich mir eine Character Rare wünsche, mit Barry im Hintergrund, der jetzt schon auch eine Full-Art-Trainerkarte bekommen hat. Electek, Resladero, die gute Gloria, Zwicklop, Starmie again, Klick-Klack als Reverse und dahinter ein Schelterer, immerhin noch eine Holo, was uns nochmal einen Punkt einbringt. Damit sind wir bei ganzen 7 Punkten. Ja, ich glaube, der Blister hat sich hier gelohnt. Ich wünsche euch viel Spaß bei den anderen. Ich hoffe, die ziehen genauso gut, wenn nicht sogar besser. Ich würde es ja jedem gönnen. Macht's gut und wir hören, sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Und bis dahin, bis denne und ciao, ciao.